So, und dann auch wieder, man liegt ja viel im Bett mit so gebrochenen Rippen und da ist mir aufgefallen, auf Sat.1 läuft wieder, immer noch, schon wieder Brit. Also noch läuft Brit da. Es gibt zwei Zuschauer, einer steht hier. So, und da hat ein Talkshow-Gast eine sehr schöne Beschreibung für etwas, ich sag mal so, für was Mittelschlimmes erfunden. Das ist ein gutes Wort. Also ich denke, von einer Skala von 1 bis 10 würde ich ungefähr bei 7 so sagen, ja, von der Schlimmigkeit. Eine 7 von der Schlimmigkeit, meine Damen und Herren, natürlich. Ja, ich hatte mit einer 3 von der Gutigkeit gerechnet, aber nein, es war eine 7 von der Schlimmigkeit. Dafür ist es definitiv eine 10 von der Falschigkeit. Oder wie wir auch gerne sagen, eine 0 von der Richtigness. Das ist aber eine andere Geschichte. Von der Schlimmigkeit, oh, Wahnsinnsüberleitung, von der Schlimmigkeit her steht es übrigens bei der deutschen Bundeswehr aktuell auf einer Skala von 1 bis 10 bei 11. Und das wird bei Kabel 1 sehr deutlich, denn hier sollen zwei Soldaten in so einer Reportage möglichst unauffälligen Schützengraben ausheben. Ja? Und obwohl wirklich überall drumherum, da ist Sand, Erde und sonst noch was, das erkennt man alles. Aber ein anderer Soldat sieht ein ganz anderes Problem. Roman und sein Kamerad müssen ihre Stellung vorführen. Ja, hier steht er, ihr seht, ihr habt jetzt eine gute Draufsicht. Was seht ihr? Erstes Problem, was ihr gleich erkennt. Er hat ein sehr krasses Hohlkreuz. Jeden Morgen wache ich auf und denke mir, ab heute geht's gut mit der Bundeswehr. Und dann kommt sowas. Ab wann ist aus Strategie Orthopädie geworden? Das frage ich mich. Vor allem haben Sie das gesehen, so wie er sich da hingelegt hat, hinter seine Mulde, die er da gebuddelt hat. Ey, der brauchte eine halbe Stunde zum Hinlegen. Da brauchst du kein Scharfschütze sein, um den zu treffen. Der kriegt einen Burnout beim Hinlegen. Ey. Lieber Gott, bitte mach, dass Deutschland nie wieder in einen Krieg verstrickt wird. Nie wieder. Ja, allein die Bandscheibenvorfälle nicht vorzustellen. Und man muss auch ganz klar sagen, wenn dein G36 gerader ist als dein Kreuz, dann läuft was schief. Wobei, so ein richtiges Hohlkreuz ist das gar nicht, ne? Es geht eigentlich. Also wenn Sie mal wissen wollen, wie ein richtiges Hohlkreuz aussieht, das sieht nämlich so aus. Aber was ist genau passiert? Wir achten mal auf die Nase. Da kommt sie sehr von oben. Oh ja, oh, der Einschlag auf die Matte. Ganz wunderbare Banane, das Hohlkreuz. Der Nase geht es übrigens wieder gut. Liebe Grüße, Evelyn. Gute Besserung. Ja, todesmutig. Kommen wir von der krassesten Typin überhaupt zu den krassen Typen unserer Welt, also zu Cosimo. Cosimo lebt im Moment sein Leben im RTL Plus Real Life und da erklärt er uns endlich mal die Geschichte seines neuesten Tattoos. Ich habe mich entschieden, die Sonne soll auf Jesus scheinen, weil er ist ja im Himmel gegangen und das ist ja die Geschichte dazu. Ja, so war die Geschichte geschrieben, oh Brüder und Schwestern. Als der Erzengel Cosimo sprach, es werde Sonne. Ich kann katholische Kirche total gut, ne? Falls es mir nicht klappt. Und die noch einen für den Kölner Dom brauchen, da wird ja demnächst ein Platz frei. Ja. Geil, was übrigens, der hat ja schon Jesus auf seiner Brust. Ich hätte es geil gefunden, wenn sein Jesus auch schon ein Cosimo-Tattoo auf der Brust gehabt hätte. Oder? Das wär krass. Da hätte dann die Sonne drauf geschont. So heißt das, glaube ich. Auf der Schlimmigkeitsskala. Wisst ihr, was ich mir wünsche? Die Weihnachtsgeschichte gelesen von Cosimo. Oder können wir, oder? Oder ein Krippenspiel. Krippenspiel hier mit Cosimo. Wir brauchen die Telefonnummer. Schreibt dir die Telefonnummer. Cosimo wäre aber natürlich nicht der Checker vom Neckar. wenn er nicht auch ein begnadeter Tänzer wäre. Und hier, meine Damen und Herren, wir haben exklusives Material, was ihn wirklich als den Tänzer schlechthin zeigt. Hallo Leute, das war meine Musik früher. Don't stop the rock.
Dass ihr Bescheid wisst. Scheiß, Alter, was hab ich, eine Zerrung oder was? Ah, ich habe auch gerade Zerrung, ey. Vor allem am Anfang dachte ich erst, der Film hakt. Nee, es war Breakdance. Ey, und dann die Nummer mit dem schlagenden Herzen, ey. Ah, der Moonwalk kann abdanken. Das ist jetzt der Move. Ich glaube, der will sich für Let's Dance bewerben. Das ist ein Bewerbungsvideo, ey. Zuerst, das sah aus wie so ein Bulle, der irgendwie ein Schaf begatten will. Mann, Cosimo. Der hat übrigens auch ein krasses Hohlkreuz, ne? Hat man gesehen. So, geht immer noch weiter. Dann ist noch die gesamte Real-Life-Posse beim Fußball-Bowling. Kann ich auch nicht den Sport, sieht aber gut aus. So, und da hat Cosimo ein ganz anderes Problem. Aber scheiß drauf. Du darfst doch da vorne schon, ne? Ach so, warum sagt ihr mir das nicht? Sagst du die ganze, da ist doch Start. Sag ich doch einmal. Bruder, ich hab kein Lesen gehabt, den Martin. Bruder, ich habe kein Lesen gehabt in Mathe. Wissen Sie, was krass ist? Ich auch nicht. Ich hatte auch kein Kunst in Deutsch. Ich wüsste echt total gerne mal, bis wie viel Cosimo zählen kann. Bestimmt zweimal bis unendlich. In diesem Moment bei 12. Ja, so, und da gab es noch eine Station, bei der nächsten ins Schwedische gerutscht, Entschuldigung, meine Damen und Herren. Bei der nächsten Spaßstation, da gab es Autoscooter. So, und dann wurden die Gespräche da schon wieder philosophisch. Ich weiß nicht, warum. Da erklärt uns Cosimo, warum er immer lustig sein muss. Okay, let's go, seid ihr bereit, ihr Süßen? Jetzt geht die Party bei der Ich liebe lustig sein, weil ich kann nicht ohne lustig sein, sonst würde ich Depression kriegen. Und ich weiß nicht, wie das ist, Depression zu bekommen, aber ich denke, ich glaube schon. Wirklich, er ist ein Meister. Alleine, aber ich denke, ich glaube schon, dachte er. Denke ich. Ja, da hat er aber eine Religion in Sport. Alter, ey, das ist Philosophie 2.0. Ich denke, also glaub ich. Geil. Mein bestes Mittel gegen Depression, Cosimo schauen. Einfach Cosimo schauen. Ich bin sofort gut drauf. Super geil, echt. So, und dann, ich hab mal Cosimo auf der Straße getroffen und er sofort, ey, der Puffdings. Grüße an dich, Cosimo. Wir sehen uns nochmal. So, einer, der Cosimo in Sachen Lyrics aber in nichts nachsteht, das ist Calvin Kleinen. So, und der, ey, was, Fans hier oder was? Der ist wirklich großartig. Und der hatte die Idee für einen Partyhit über Sophia Tomalla. Erstmal okay. So, und deshalb sucht er sich natürlich Hilfe bei einem sehr, sehr guten Schlagerproduzenten. Doch er war ein sehr, sehr guter Schlagerproduzent und das kommt dann dabei raus. Was hast du dir vorgestellt hier? Also ich wollte das irgendwie ein bisschen lustig haben, ein bisschen geil auch, eingängig natürlich auch, ne? Ich würde sagen, ne? Rap in den Strophen, ja. Und dann im Refrain eine geile Melodie, die jeder mitsingen kann. Ja, ja, das ja. Ist das Wichtigste. Das müssen wir jetzt irgendwie entwickeln. Ne? Sollen wir mal ein bisschen rumjammen und gucken. Nach vorne natürlich so ein bisschen auch, ja, vielleicht wäre geil. Ne? Hast du irgendwie eine Textidee irgendwie so? Ich hatte. Das sind meine Lieblings- Sophia Tomalla. Wow. Balla, balla, Sophia Tomalla, mach mich balla, balla. So eher, ne? Tomalla, mach mich balla, balla. Geil! Tomalla, sie ist der Knaller. Sie ist der Knaller. Ich hab so viele Fragen. Meine allererste Frage. Warum hat der Typ seine Perücke falsch rum an?
Der weiß doch, dass da ein Kamerateam ist. Und warum hat er dann sein Keyboard auch nicht richtig angeschlossen? Und wieso kennt Calvin Kleinen seine eigene Idee nicht und kann sie nicht richtig mitsingen? Aber es ist eine geile Hookline. Da fehlt eigentlich nur noch. Und die klatschen Hände. Das ist jetzt schon ein Ohrwurm. Das ist jetzt schon Ohrwurm, ne? Oder wie nennt man das, wenn man die ganze Zeit so ein Piepsen auf dem Ohr hat? Tinnitus war. Dankeschön. Bei Bachelor in Paradise, da möchte Kandidat Danilo eine kleine Quatsch-Spritztour unternehmen. Aber plötzlich, da taucht ein schier unüberwindbares Problem auf. Müssen Sie sich angucken. Du hast du Quatsch gesagt? Ja, ich hab Quatsch gesagt. Ja, dann hast du recht, scheiße. Aber nee, nicht mit Helm, ne? Willst du mir bei den Zopf aufmachen? Aber nein, ich kann nicht. Ich hab Haarspray. Was? Was? Ja, Sie lachen, aber wissen Sie, wie viele Betroffene es da draußen gibt? Ja? Laut einer meiner Studien hat fast jeder Vierte in Deutschland Haarspray. Das ist ganz schön. Da redet keiner offen drüber. Ne? Deshalb, Wolfgang und ich, wir sind ja der Meinung, ab 12 Jahre ab zur Haarspray-Vorsorgeuntersuchung. Das ist ganz wichtig. So, manchmal kann man sich echt nur noch an den Kopf fassen. Oder wie Kandidat Yannick sagen würde. Wenn ich dann aus anderen Ecken höre, was er mit beispielsweise seiner Rosenmacht jetzt vergeben möchte, kann ich mir nur einen Fasskopf. Ja? Was meinen Sie, wie oft ich mir tagsüber an Fasskopfe? Und ich kann ja jetzt echt nur den Schüttkopfeln. Ja, da hat sich wohl jemand ordentlich ein zu viel hinter die Gosse gebunden. Ja. Und die Zuschauer haben sich in dem Moment ordentlich auf die Klopfer geschenkelt. Man weiß es nicht. Meine Damen und Herren, das war auf der Schlimmigkeitsskala eine 8. So, und dann kommen wir jetzt zu einem traurigen Kapitel. Am Montag lief die letzte Sendung Hart aber fair mit Frank Plassberg. Ja, eine Ära geht zu Ende. Ein guter Freund und Kollege nimmt damit Abschied. Und das ist natürlich für uns Anlass genug, auf die größten Momente von Mr. Unbarmherzig einfach mal zurückzublicken. Schönen guten Abend, ihr Süßen. Schön, dass ihr dabei seid. Frank Plassberg, Deutschlands größte Talk-Legende, gleich hinter ihm hier. Ihr, ihm, den beiden und ihm macht Schluss. Genug Gebührenkohle abgezockt. Ab jetzt gibt's für Neuprivatier Plassberg nur noch ein Thema. In welchen Zwingerclub gehen Sie? Prost, Frankie. Hast du dir verdient. Am Montag trat unser Power Plassberg ab. Was bedeutet das für die Zukunft? Wird scheiße. Genau, wir blicken zurück auf die legendärsten Hart-aber-fair-Momente. Geil, einfach geil, Mann! Platz 5, Plassberg, der Philosoph. Gegen Frank Plassberg ist selbst Richard David Precht eine geistige Amöbe. Hinterfragt Plassberg doch immer wieder unsere vermeintliche Realität. Jetzt mal das Gedankenexperiment. Fahren vielleicht gar nicht die Briten auf der falschen Straßenseite, sondern wir? Ja, auch die Frage habe ich mir oft gestellt. Die Briten, Frankie. Definitiv die Briten. Platz 4, die Sendungscrasherin. Und dann habe ich Henry ein Smoking gekauft. Ich würde gerne eine Forderung in den Raum stellen. Und zwar würde ich gerne... Kommen Sie doch mal an meine Seite, damit man Sie auch versteht. Kommen Sie doch mal an meine Seite, stellen Sie sich mal vor, Sie sind Zuschauerin gewesen dort. Der Rest ist Geschichte. Seit vielen Jahren sind Frank Plassberg und die durchgeknallte Alte ein glückliches Paar. Wo die Liebe hinfällt. Wow. Platz 3, der Schleichwerbungsskandal. Als Frank Plassbergs heimliche Schleichwerbung für Veleda Putzlappen auflog, war der Aufschrei groß. Der Talk-Gigant spendete daraufhin die gesamten Einnahmen der Frank-Plassberg-Stiftung, die sich kümmert um das Schicksal hilfsbedürftiger Frank Plassbergs. Absoluter Ehrenmann. Platz 2, Plassberg, der Kinderfreund. Die Maske, das ist doch keine große Einschränkung. Für Erwachsene bin ich da dabei. Aber für Kinder ist das eine Rieseneinschränkung. Und deswegen müssen wir auch bei den Lockerungen bei Ihnen beginnen. Sie haben ja 3 Mädchen im Angebot. Genau, Plassi. 3 zum Preis von 2. Ab Montag, solange der Vorrat reicht. Das ist schon nicht mehr normal. Und natürlich Platz 1, Plassberg, der Genießer. Da ist jetzt Schluss. Unter Weihnachtsbaum mache ich es mir selbst. Die eigenen Eier schmecken sowieso immer am besten. Danke für alles, Plassi. Machet gut. Bleiben Sie sauber. Tschüss.
Frank, lass es dir gut gehen. Lass es dir gut gehen. Genieß die neue freie Zeit am Montagabend. Aber was auch immer du tust, bitte fang nicht an, wie Reinhold Beckmann Musik zu machen. Ja? Das ist der einzige Wunsch, den ich habe. Keine Musik. Keine Musik.